Digimon World. Next order. Ja, und herzlich willkommen zu meinem neuesten Projekt, wie ihr gerade gehört habt, Digimon World Next Order. Ja, ich bin schon komplett heiß drauf, muss ich echt zugeben. Einfach, weil ich ja Digimon mag. Headset kommt kurz weg. So, wie gesagt, ich mag Digimon und ja, ich habe jetzt eine PS4. Ich kann das jetzt aufnehmen, ich kann das vor allem spielen. Das macht mir mega Spaß. Also, ich habe mir da auch schon ein bisschen was für die Digitation ausgedacht. Könnt ihr euch auch gefasst machen. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal ein neues Ding an. Nehmen den männlichen Hauptcharakter und... Ja, ich nenne ihn einfach nach meinem richtigen Spitznamen. Nicht Domu. Domi, genau, und go. Da haben wir unser Digi-Weiß. Muss ich hier? Nee, doch nicht. It's been 7 years. I hope I haven't lost it. What? Ja, was ist passiert? Wo bin ich? Wir wurden in die virtuelle Digimon-Welt gezogen. Das ist etwas. Ja, das ist etwas in Metagrimmon und Metagarurumon. Sprinten können wir leider nicht. Und was auch immer das. Are you okay? Dummy, bist du okay? Ja. We can take it from here. Komm zurück, Dummy. Wir können hier weitermachen. You just need to give us commands as usual. Musst du uns einfach nur wie immer Befehle geben. What is it? Was ist los, Dummy? You've always given us commands in battle. Du hast uns doch immer im Kampf Befehle gegeben. You seem really confused all of a sudden. Scheinst plötzlich ganz verwirrt zu sein. It can't be helped. We'll back you up. Können wir Abhilfe schaffen? Wir geben... Ach, dem können wir Abhilfe schaffen. Wir geben dir Deckung. You've gotta be kidding me. You're not supposed to forget us. You're partners. Du kannst uns nicht... du kannst das nicht ernst meinen. Du darfst uns doch nicht vergessen. Deine Partner. Ja, Digimon-Kämpfe! Das ist jetzt quasi ein bisschen Tutorial-like. Das überspringe ich mal kurz, weil das wird uns sowieso Schritt für Schritt noch erklärt. Achtung, Kampf beginnt! So, wir können jetzt und rechts 1 drücken, haben 5 Sekunden Zeit, um zum Beispiel den Schlag auszuführen. So. Und wenn wir zum Beispiel jetzt hier entzünd drücken, also in der Mitte bleiben, dann regeneriert er TP, also Trefferpunkte. Ich habe das Ganze schon 3-mal durchgespielt, da kenne ich das Ganze schon. Und ja. Here I come. You did it! Nice and calm!
Wie gesagt, ich habe mir für die Digitation was ausgedacht und das wird gleich auch passieren. Da freue ich mich schon drauf. Und wir haben jetzt genug Befehlskraft. Und jetzt können wir einen Spezialmove ausführen. Die Terra macht. Das hat gut Damage gedrückt. So strong. Ja, no good. Es bringt nix. I have to keep going. I finally met my tamer. Where I'm a goner? I see. We may be defeated here. Ich glaube, ich lasse die Stellen wieder, wenn sie besprochen werden. Ihr könnt ja mal in die Comics schreiben. Es gibt noch die Variante mit englischer, mit japanischer Sprache. Aktuell ist Englisch ausgewählt, warum auch immer. Sonst spiele ich mit Japanisch. The light of a bond? I can feel the power. The bond is transforming into power. Ja, wie gesagt, ihr könnt auswählen. Ihr könnt ja mal in die Comics schreiben, ob ihr lieber Japanisch wollt oder lieber Englisch. Let's go. As long as you're with us. We ja. Can still fight. Also, bei Cutscenes werde ich jetzt, glaube ich, eher schweigen. Also auch bei solchen Dingern. Habe ich aber Attack on Titan auch schon gemacht. So, Megas Befehl Exe. Drücke gleichzeitig L1 und R1 um den. Okay. Also werden wir jetzt eine Exe-Digitation machen und ihr werdet zum ersten Mal sehen, wie ich es bearbeiten werde. Und keine Sorge, ich werde euch diese Folge auch noch eine normale Digitation mit Ingame Sound zeigen. Ich glaube, ich werde beim Bearbeiten wieder Gänsehaut kriegen. Wie ich bei dem Lied immer, was ihr jetzt hört. Omnimon. Und Attacke! Abgeschlossen. Durch Wechsel werden zwei Partner Digimon zu einem und sind stärker als alleine. Hinweis: Nach Kampfende trennen die Digimon sich wieder. Bam.
You're all right. Ja, mir geht's gut, aber wie geht's euch? Just one thing. Weg sind sie. A human? A machine Draymond disappears and a human appears. Fascinating. The machine Draymond should have been caught in the interdimensional trap, but... Ja, aber was? You defeated that machine Draymond. That must be what destabilized the other dimension. Okay. These must be your partners. And two of them, no less. That's an odd relationship. They did everything they could to defend you. Ja, immer doch. Würdest du das etwa nicht tun? No need to look so depressed. Warum denn nicht? They were partner Digimon, so it is possible to revive them with a Digi-Egg. I have preserved them in external storage. Okay. So, hold your partner in your heart and hope for the best. Gut, also wir können uns jetzt aussuchen, welche Digimon wir kriegen. Und ich habe ein bisschen rumgefragt bei meinen Freunden. Bei meinen besten Freundinnen, sprich, der lieben Nenaria und der lieben Little Sona, was sie so als Digimon haben wollen würden, wenn ich sie nach denen benenne, weil am Ende, sonst endet es darin, dass ich sie Wackelpudding nenne. Und dann hast du zum Beispiel ein Renamon, was Wackelpudding heißt. Hatte ich tatsächlich schon gehabt. Ja, ich würde sagen, also ich versuche. Ihr seht, warum ich die Dinger Wackelpudding nennen würde. Ja, ich versuche es. Ach, ja, Mann. Ich versuche es. Es so hinzukriegen, dass ich zumindest ein Digimon so hinkriege, wie sie es wollen. Das nenne ich jetzt erstmal Proforma. Na, ich nenne es lieber... So, ja, ich versuche es. Später wird uns die ganze Sache noch leichter gemacht. Aber es gibt halt wirklich sehr, sehr viele Faktoren, die dazu führen können, dass wir einen Gatomon kriegen. Da gibt es ein paar Dinger für. Aber es gibt halt auch einige Varianten, wo dann irgendwas anderes bei rauskommen wird. Ich brauche entweder ein Salamon, wie auch immer, oder ein Snow-Agumon. Daraus kann sich Gatomon entwickeln. Wenn ich das nicht kriege, kriege ich definitiv irgendein anderes Digimon. Problem ist, am Anfang wissen wir halt noch nicht, worauf es ankommt.
Und apropos Agumon, ich würde sagen, das andere Ding. Nehmen wir das. Ich weiß nicht, ob ich über die Digitation zu sah oder nicht. Jetzt habe ich es gemacht. Davor habe ich es nicht gemacht. Ihr könnt entscheiden, wie es euch lieber ist. Ob ich bei den Digitationen die Klappe halten soll oder nicht. Buttermon, wie nennen wir dich? Agumon, was Wackelpudding heißt, wäre schlecht. Gummibärchen auch. Daran erinnern mich diese Baby-Digimon halt am ehesten. Agumon, was könnte man einem Drachen für einen guten, also so einem Dino für einen guten Namen geben? Ja, ich mach's jetzt ganz unspektakulär. Rex, wie Tyrannosaurus Rex. This is a tremendous success. Then their ja. Rebirths will be complete. Just okay. Remember, as their tamer, you have a duty to care for them. Ja, und diese Pflicht. You don't seem to understand what's what. Anscheinend nicht. I am just as in the dark as you. Wunderbar. Der einzige Tutorial-Guy, der nicht weiß, was los ist. What is going on? Why don't we go to my house and you can tell me your story? Looks like Tokomon is still unconscious. We can treat him there. Okay. Ja. So you were sucked in by the Digivice and unluckily fell into the dimension I created. Ja, and then schon. Your partners in the Digivice defeated Machine Draymond for me. I see. Ja. Coincidence has been our friend today. I owe you my thanks. Okay, warum? Actually, this world is at a crisis point. As you can see, the city we are in, Flotia, is in disarray. Das It's because of the Machine Draymond. An dem kleinen Vieh. So, das liegt. Oh, und der weiter, die Mutation davon. It suddenly started attacking us for no reason and did a lot of damage to the city. The power okay. of Omega is overwhelming. It appeared from nowhere, caused massive damage and then disappeared. Well, we were at our wit's end. I mobilized my knowledge and technology to build a trap in order to capture the Machine Draymond. Okay, I thought that when it appeared, I could transport it to another dimension and imprison it. Launch and finish. The plan worked. In fact, the plan went even better than expected. Thanks to you. We were able to defeat that machine, Draymond. But that doesn't okay. mean the danger has entirely passed. Natürlich nicht, das Vieh steht doch direkt neben dir. The phenomenon of a machine Draymond getting violent and then disappearing has occurred several times in many areas. Okay. It would be hard to believe that it is just one lone Mega Digimon doing all this damage. We were able to survive this time because of your valiant efforts. Okay. Moving you. Unfortunately, we don't know from where and how the Machine Draymond are appearing. It seems hopeless, but if we just had a clue, maybe we could do something. If okay. only we had a clue. Ich glaube, das ist ein Winken mit einem Zaunfall, wo der ganze Zaun mit dran hängt.
Pokemon was the machine, Draymond? It can't be. But I am sensing a strange data wave coming from this Tokemon, albeit weakly. Okay. What should we make of this? A Tokemon living in this city digivolved into a machine Draymon? I've never heard of such a digivolution. Wait. There's something here in the cloud memory. But why did this Tokemon digivolve into machine Draymon? We won't be able to figure it out with just this small amount of information from this tote, but it looks like we finally have a chance to actually do something. We need to act. I have something to ask of you. We want to return you back to the world you came from as soon as possible. Warum? But we can't leave this city in the state it's in. To get the city back to the way it was, will you help bring back the rest? Natürlich. I'm glad you said that. So, go out with your partners and look for the residents who fled the city. I will look into this small amount of strange data we have collected from this Tokemon. Maybe I will be able to unravel the mystery of this altered form. If we can detect abnormal information, that's why I first intend to make a detection device. If I have any news, I will send you a... So gut. Then, I... Ja, schick uns. Ja, komm. Halt endlich den Mund. Viel Glück da draußen, Domi. Es ist nicht viel, aber wir haben hier ein paar Items für dich. 2 mobile Tools, 3 Pflaster, 5 Heilungsdisks, 5 MP-Disks, 2 Regenerationsdisks und 10 Digi-Sprösslinge. Mit Weg, Pflegemodus, okay. Und da haben wir unsere Wackelpuddinge. Oh, da haben wir eine Truhe. Was ist da drin? Ein blauer Bildschirm. Geschenke nehme ich immer gerne. Okay. Haben wir auf jeden Fall alles. Wie startet Kampf? Okay. Da muss ich mich mal ein bisschen mehr mit befassen. Und wir haben eine neue Digimail. Da Digimail. Tagesaufgaben. Pedomon-Jagd. Jage 3 Pedomon. Okay. Das ist aber auch neu für mich. Okay. Suche nach Digimon in der nahen Ebene. Ich glaube, das ist ein guter Startort. Aber es ist dort sehr gefährlich. Bring deine Partner lieber auf Anfängerstatus, bevor ihr aufbrecht. Ja, ich würde sagen, das machen wir, aber erst in der nächsten Folge. Bis dann und ciao!